Herr Löw, nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel gegen die Nordirren, hatten Sie nicht so viel Spaß, wenn ich das mal vorsichtig formuliere. Ja, ich weiß, ich hatte ein bisschen schlechte Laune bei Ihnen, gell? Ja, genau. Wie lange hat das gedauert, bis Sie dieses Spiel so aufgearbeitet, verarbeitet hatten? Im Grunde genommen war ich so ein bisschen hin und her gerissen nach dem Spiel auch bei Ihnen. Weil auf der einen Seite habe ich mich schon gefreut, dass wir gute Angriffe gezeigt haben und bessere Laufwege hatten und mehr Automatismen. Aber ich habe mich auch geärgert, weil wir natürlich auch zu wenig Tore gemacht haben. Im Laufe des Abends und ich das alles mal so ein bisschen reflektieren konnte, habe ich schon gewusst, jetzt sind wir auf einem guten Weg, wenn wir so viele Chancen haben. Und von daher war ich dann im Laufe des Abends schon auch ein bisschen ruhiger und zufriedener. Ja, es gab dann ja auch die Belohnung, nämlich einen richtig freien Tag. Und wenn man gesehen hat, wie die Spieler den genutzt haben, sehr individuell, aber schon auch mit großem Bewegungsdrang und viel Freude, wie wichtig ist der? Der ist schon wichtig, weil fast alle Spieler machen ja auch irgendwie. Sie spielen Basketball, sie spielen Beachvolleyball, sie gehen Fahrrad fahren. Also ich finde einfach, dass dann manchmal Bewegung anderer Art ganz gut ist, mal irgendwie was anderes zu tun, wie das, was man jeden Tag tut. Fördert auch so ein bisschen zum einen die Regeneration, zum anderen wieder den Hunger auf den Ball. Und von daher ist es wichtig bei so einem Turnier. Und man bekommt den Kopf frei, stellt sich die Frage, was haben Sie gemacht? Ich bin am Morgen ein bisschen biken gewesen, glaube ich, 1,5 Stunden und nachmittags vorbereitet für das Spiel gegen die Slowakei. So, Reset-Taste ist gedrückt. Jetzt kommt das Achtelfinale gegen die Slowakei. Rechnen Sie mit einem ähnlichen Spiel wie gegen die Nordiren, nur auf höherem Niveau? Ja, so in etwa. Ich denke, wir haben Slowakei natürlich auch zweimal beobachten lassen. Gegen Russland kam es schon aus einer Defensive, gegen England sowieso auch. Da waren sie überwiegend defensiv. Das beherrschen sie wirklich auch gut. Besser natürlich wie in Nordirland, das muss man so auch deutlich sagen. Und sie haben natürlich nach vorne hin auch individuelle Klasse. Hamsik und ein paar andere Spieler sind wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Slowakei ist ein harter Gegner. Das heißt, man braucht eine gute Innenverteidigung. Wir haben eine tolle Innenverteidigung mit Jerome Boateng und Mats Hummels. Werden die beide dabei sein? Sprich, ist Jerome Boateng wieder fit? Wir haben vorhin so eine Szene gesehen. Da hat Dr. Müller-Wohlfahrt nochmal Hand angelegt. Dann kam er zu Ihnen und hat Bericht erstattet. Und was war der Bericht? Er ging ein bisschen früher raus, wollte einfach mal so ein bisschen antesten, sich vorher warm machen. Im Grunde genommen hat die Wade heute gehalten. Er hatte keine Probleme. Er hat alles absolviert. Er wird morgen spielen. Und die anderen, wenn Sie sagen, so ein bisschen ähnlich ist das wie gegen den Nordirren, heißt das also wieder so offensiv, sprich spielt Kimmich beispielsweise? Oder gibt es jetzt wieder das glückliche Händchen von Ihnen, ist ja schon angesprochen worden. Haben Sie noch eine Idee zum Beispiel mit Bastian Schweinsteiger? Ideen habe ich so einige manchmal, ja. Es kann durchaus sein, dass es die ein oder andere Veränderung geben wird jetzt. Es kann durchaus sein, weil da mache ich mir schon auch Gedanken darüber, noch im Laufe des Tages heute. Bastian Schweinsteiger ist auf einem guten Weg. Ich freue mich für ihn wahnsinnig. Er wird immer besser und immer sicherer und immer selbstbewusster auch. Ja. Er hat seine Defizite aufgearbeitet. Es ist so, wenn man ihn von Anfang an spielen lässt, jeden Spieler, da muss man ja irgendwie auch davon ausgehen, dass er 90 Minuten dann durchhält, möglicherweise jetzt länger. Da glaube ich, natürlich bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ja. Aber ich weiß, ich kann ihn jederzeit bringen. Wenn er vielleicht noch ein paar Tage länger hat, dann kommt er noch ein bisschen weiter. Er ist jederzeit einsetzbar und für die Mannschaft natürlich wahnsinnig wichtig. Das heißt, wo könnte es noch eine Veränderung geben? Sag mal, zumindest in welchem Bereich? Ja, ich denke, in allen Bereichen mache ich mir meine Gedanken. Okay. Versuch macht klug. Herzlichen Dank trotzdem fürs Gespräch. Johann Löw, alles Gute. Dankeschön. Danke.